Einen wunderschönen Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Elex. In der letzten Folge haben wir den ersten Angriff gestartet und hier eine Menge von Bots der Alps eliminiert. Und wir kriegen gerade Besuch. So. Und was soll ich sagen? Wir haben jetzt eigentlich meines Erachtens die Kohle, um so richtig jetzt endlich unsere Klamotten aufzuwerten. Halt. Ach da, also. Ja, um unsere Klamotten aufzuwerten. Und ich denke mal, es ist an der Zeit, dass wir das auch tun. Nachdem wir den hier, den Garrus gemacht haben. Jawoll. So, mal gucken, was passiert. Leider ist ja Ulbricht gestorben und ich bin mal gespannt, was das für eine Reaktion gibt, wenn einer der hohen Typen hier das Zeitliche gesegnet hätte. Warte mal, bevor wir das machen, gucken wir mal, ob wir jetzt da was mopsen können, denn eigentlich kann uns doch gar keiner mehr zugucken da oben. Ach, eine Dreier-Truhe. Ach, verdammt. Das schaffe ich nicht mit der Dreier-Truhe. Aber das geht. Oder? Warte mal. Haben wir nicht irgendwie... Schlösser knacken plus 1. Und hier ist bloß die Geschicklichkeit nach oben. Ach, schade. Ach, schade. Okay, schaffe also nicht so ohne weiteres, aber wir gucken mal, wie die Reaktion ausfällt. Hui! Judikator Ulbricht ist von uns gegangen. Ja. Er war ein großer Mann. Ja. Sein unerschütterlicher Glaube hat uns allen Kraft gegeben. Ja. Aber wir haben immerhin eine wichtige Schlacht in unserem eigenen Land gewonnen. Ja. Nun bin ich der letzte Judikator von Ignaton. Ja, vielleicht Kana, ich. Gib mir Weisheit und Stärke, damit ich die vor uns liegenden Aufgaben bewältige. Na, ja. Ist natürlich ungünstig, aber was soll's. Ja, vielleicht kann ich ja auch, ne? Du hast hier keine Pflichten mehr. Ja. Ich klick mal weg. Wir haben keine Pflichten mehr. Aber wir haben Klamotten, die wir brauchen. Warte mal, die sind... Das ist der Kampflehrer, Klerikerlehrer. Da ist der Rüstmeister. Okay, also da, wo die Markierung ist. Achso, okay, da drüben einfach durch. So, dann können wir uns zumindest die Hauptrüstung erholen. So, gib mir. Verkaufe mir etwas aus den Lagern. Ich zeige dir alles, was du mit deinem Rang kaufen darfst. Genau, zeig's mir. Wir wollen... der Helm, guck mal, 4,7. Ja, 4,7. Regentenrüstung, 19.000. Das machen wir jetzt. Ja, Handel abschließen. Wir sind jetzt vollkommen pleite. Warte mal, wir ein bisschen da, wo wir es auch sehen, ne? So. Und dann. Na, aber hallo. Na, das sieht ja jetzt mal schau aus. Also super, super. Verkaufe mir etwas aus den Lagern. Ich zeige dir alles, was du mit deinem Rang kaufen darfst. Okay, dann verkaufen wir erstmal die Akolytenrüstung. Die brauchen wir nämlich nicht mehr. Okay. Und jetzt wird's lustig. Wir brauchen... Ah nee, ist der Warenkorb, Entschuldigung. Wir brauchen jetzt irgendwie die Möglichkeit, dass wir die... Mächtiger Heiltrank. Heiltrank brauche ich. Den Mana-Trank brauche ich nicht. So, Mana-Trank zweimal. Nee, daneben, da.
So, bei den Mana-Kraut, da haben wir bis 1. Ich glaube, das werden wir auch nicht benutzen. So, wir werden mal die Sachen hier mal verkaufen. Mana-Pflanze, guckt mal hier, 15 Stück. Jawohl. Kleines Mana-Kraut. Wahrscheinlich mache ich jetzt total was Falsches, weil ich denke, dass Mana nicht zwingend Mana zurückholt, sondern Energie. Aber gut. So, wir haben hier pures Mana. Da könnten wir mal, pass mal auf, da werden wir mal. So. Ich brauche also richtig viel Kohle kommt da nicht raus, habe ich das Gefühl, oder? Chitinpanzer. Da machen wir mal so. Ich muss irgendwie gucken, dass wir zu Geld kommen hier. Leder. Da machen wir mal so. Huch, 19. Okay, naja. Drüsen, weg. Hornplatte. Federn können wir wegmachen. Krallen können wir wegmachen. Zähne, weg. So, von Elektroschrott werden wir mal. Na, warte mal. So. Huch. Na, ist egal. Ist nicht so schlimm. Metallschrott. Wahrscheinlich ist es doch schlimm, aber ich lasse mich überraschen. Eisenerz. Das würden insgesamt 500 werden. Dietriche. So viel. So, gucken wir mal. Wir haben noch ein bisschen Müll, glaube ich, eingesammelt. Ich glaube, wir sind jetzt auch dicht dran, um alles, also nicht alles, aber zumindest den Helm holen zu können. Die Hose, die kriegen wir bestimmt noch. So, alte, nee, der gute Becher nur. Okay, so, pass auf. Und jetzt gehen wir hier drüben hin und holen uns den Regentenhelm. Die Regentenhose ist auch nochmal so viel. Plus 4. Plus 4. Na okay, pass auf, wir nehmen erstmal den Helm und verkaufen den Akolytenhelm. Okay. Hammer. Und dann setzen wir den auch noch auf. Guck mal, der ist nur noch 1000 im Verkauf wert, ja? Oh. So, wie seh ich jetzt aus? Wow, ist ja Hammer. Okay, wir sind jetzt noch einen Zacken weiter. Das gefällt mir sehr gut, wenn ich ehrlich bin. Dann schauen wir einfach mal. Idan, was haben wir noch? Gesetzte Berserker brauchen wir nicht machen. Abesser, krumme Geschäfte. Berufsschläger, das will ich nicht machen. Tavar, Abwehrmaßnahmen. Bullet hat mich gebeten, William zu überreden, ein paar Männer als Verstärkung zu schicken. Das könnten wir machen. Ignadon können wir gar nichts weitermachen. Wolf im Schafsbett. Ich weiß nicht, was ich da tun soll. Wir haben noch Gefährtenmissionen. Und das hätten wir eigentlich auch noch. Pass auf, wir werden mal zu Ray rüber. Und uns das einfach mal angucken. Zumal wir nicht die ganze Zeit hier mit Nasty rumlaufen brauchen. Ich glaube, wenn storybedingt das vorangehen soll, dann wird sie schon mit dabei sein. So, wie sieht's bei dir aus? Die Menschen vertrauen dir und zählen auf dich. Vergiss das nie. Du regelst die Dinge auf eine sehr menschliche Weise. Das kann gut oder böse für alle ausgehen. Also, enttäusche sie nicht. Ja? Wie geht es dir? Alles gut. Danke der Nachfrage. Okay. Weißt du, was ich an dir am meisten schätze? Ah. Deine Menschlichkeit. Ah. Eigentlich nicht zu erwarten bei einem Kerl wie dir. Bemerkenswert. Komm mit. Dich begleitet doch schon jemand. Okay, warte mal. Nasty, du... Nein, Nasty, nicht Schakal. Nasty, da. Ich brauche dich nicht mehr. Geh ins Lager. Verstanden. So. Komm mal mit. Mitkommen. Natürlich. Da muss doch irgendwann noch die Möglichkeit bestehen, hier diese komischen Steckbriefe zu sammeln, oder? Wann geht's denn da eigentlich weiter mit den Steckbriefen?
Muss ich dann noch richtig lieb ihm gegenüber sein? Oder geht es nur, wenn wir bei den Outlaws sind? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Wir nehmen ihn einfach mal mit. Und jetzt gucken wir mal. Wir haben hier noch Invasion in Abessa. Ich muss sie stoppen, bevor sie ganz Abessa überrennen. Konverter. Pass mal auf, wir nehmen mal hier... Wo müssen wir denn da hin? Die Invasion ist da. Da waren wir doch schon. Na komm. Wir gehen mal schon mal auf den Weg, ob es doch in der Folge dann rankommt. Das wissen wir nicht. Also es hängt davon ab, wie schnell wir da ankommen. Hier sollte mal jemand aufräumen. Ja, respawn. Aber ist kein Problem. Wir brauchen nämlich Geld. Das ist nämlich gerade knapp bei Kasse irgendwie. Okay, dann kauf's dir. Hat der mich doch getroffen? Der sollte mich doch gar nicht treffen. Ach, ich hätte mal noch schnell Essen machen sollen, fällt mir gerade ein. Beziehungsweise auf. Also wenn wir irgendwo Feuer sehen, schreit mal da ganz laut auf. Vielleicht ich sehe. ja, und dann machen wir noch ein bisschen was zu futtern. Ah, oh, ich hasse Spinnen. Ich hasse Spinnen. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich Spinnen hasse? Okay, irgendwo hat mich was gesehen. Aber das ist mir jetzt vollkommen egal. Wie gesagt, ich hasse Spinnen. Ah, guck mal, da ist der. Der ist noch aktiv, wie es aussieht. Der Konverter da drüben. Hier ist aber echt alles respawned, weil wir waren hier schon mal. Was? Einfach hier Feuer spucken. Wo werden die denn sein? Warte mal, wie weit sind wir denn entfernt? Oh, wir sind da irgendwo da. Da, wo jetzt der Knauf ist. Da muss es irgendwo sein. Hier okay. Sollten wir nicht allzu lange bleiben. Warum nicht? Also so schlimm sieht es jetzt hier aber nicht aus, Ray. Hier waren wir auch schon mal. Ich kann mich dran erinnern. Deswegen wahrscheinlich der Spruch gerade von Ray. Weil er getriggert ist für die Region. Okay, es wird schlechtes Wetter. Und es fasert sich gerade auf mit den Gegnern. Ah, auch wenn wir die nicht brauchen, nehmen wir mit. Das ist bares Geld. So, jetzt muss ich mal kurz gucken. Linke Hand hätten wir jetzt den ersten Teil. Da unten. Da rennen gerade ein paar nach oben. Ey, das ist doch nicht wahr, du Misthöhle. Okay, wir brauchen Futter. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Naja, wir probieren es mal so. Oder warte mal, 6. Aua! Okay. Okay. Haben wir? Haben wir? Oh, da hinten steht eine Kampfmaschine. Guck mal, da drüben.
Die machen wir natürlich nur, wenn wir... Wenn wir fit sind. Fit. Wirklich fit. Aber wenn die da steht, sollten wir die angreifen. Ach, die verteidigt den Kram da, ne? Okay, dann lassen wir die mal. Weil dann kümmern wir uns mal um die normalen Alps hier oben. Okay. Genau, kämpft mal mit der Töle da. Schnell mal abhauen. Huch. Oh, Leute. What? Oh. Verdammter Penner! Schnell was trinken. Aber das wird... Das wird schwierig. Oh. Boah. Okay, also die sind jetzt dann doch ein bisschen schwieriger. So, die hatten wir. Aber die da. Was? Kommt, hört auf. Ey, wie soll man denn das schaffen? Wie soll man das schaffen? Oder muss ich warten, bis die da sich aufsplitten? Guck mal, die gehen da gerade. Vielleicht... jetzt bleiben sie stehen. Oh, shit. Ja, wie soll ich das schaffen? Gegebenenfalls müssen wir uns hier nochmal wegteleportieren. Da oben ist... Sieht aus wie ein Teleporter da oben, ne? Ist aber, glaube ich, keiner, oder? Aber sieht so aus. Was tun, was tun, was tun? Das Problem ist, die werden definitiv mit ihren Krams gegen uns schießen. Und das ist die Frage, wie wir taktisch dem entgegenwirken. Guck mal, die machen da immer ihre Patrouille. Und wenn wir den da triggern, kommt ein anderer mit. Oder auch nicht. Ah doch, zwei kommen. Och komm! Nein, 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 nein! Och komm, hört auf! Nein, nein, nein! Oh. Scheiß die Wand an, scheiß die Wand an. Sorry, wenn ich das so drastisch sagen muss. Aber... Oh.
Komm. Wo ist er? Ach komm, komm! Nein, ich werde sterben! Beschissener Bastard! Okay, okay. Okay. Huh. Huh. Schnell. Huh. Puh. Mächtiger Heiltrank. Quickslot zuweisen. So, das heißt, ich mache jetzt erstmal das hier. Und das hier. Dann noch einmal. Okay. Boah. Zwar nicht gut gelaufen, aber es ist okay. So, ich muss die alle plündern, oder was? Wo sind die? Okay. Doch, ich muss die plündern, ja. Erst dann werden die frei. Gut, das heißt, wir müssen jetzt den Weg hier hoch. Dann kommen wir nochmal auf 2. Warte mal, stehen hier irgendwo. Da sitzen sie. Pass auf, Achtung. Okay. Okay. Und erst wenn wir sie geplündert haben... Was? Oh, komm. Ey, das ist... Jetzt muss ich... Hä? Ach so. Warte mal. Ah, ich glaube, die haben uns gesehen, hä? Haben die uns gesehen? Ach, die kommen gerade an, deshalb. Ah. Oh. Hui. Ey, kommt, hört auf, ey. Ihr mit eurer Kacke. Ey, es hat... Okay. Ihr habt uns nicht gesehen. Ihr habt uns nicht gesehen. Ihr habt uns nicht gesehen. Okay, jetzt speichere ich mal. Pass auf. Och komm, ey, das ist doch... Ich beiß hier gleich ins Mikro, ey. Guck mal, jetzt gehen sie auf jeden Fall zurück. Jetzt geht's rund. Aua. Alright, zeig, was du kannst. Ich mach das. Ey. Soll es etwa... Oh, hör auf. Gott bewahre.
Boah, Alter. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Wir haben sowas von geschafft. Wahnsinn, Wahnsinn. So, waren das jetzt ja alle hier? Nee, da, siehst du, schon fast wieder Loot übersehen. So, die sind schon erledigt. Okay. Oh, gut. Dann, ja, das ist dann so als Ersatz für die kurze Folge davor. Es ist ein bisschen länger geworden mit sehr vielen, ja, bewegenden Sterbeszenen. Ich mache da jetzt hier ein Päuschen. Wir sind hier ganz gut vorangekommen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Mal gucken, was wir dann machen. Vielleicht haben wir da noch genug Kohle schon. Naja, nee. Wir brauchen ja noch die Mütze für 4000 Ocken, ne? Aber dann sind wir bestens ausgestattet und schauen wir mal, was wir dann so machen. Bis dahin, euer Firefox.